Na, was sagt ihr zum Schneißenforst-Abfahrtslauf? 3 von uns unter den ersten 20. Ich interessiere mich nicht für Skirennen. Doch nur, weil du nicht mehr fährst. Furchtbar ist das. Immer muss ich allein... Warum fährst du eigentlich nicht? Verletzungspech. Schwere Stürze. Als ich vor 10 Jahren das letzte Mal gefahren bin, die Abfahrt vom Bürgerberg, da bin ich im Kanonenrohr in den Fersen... Genau das ist mir damals auch passiert. Und dann hat es einen fürchterlichen Sturz gegeben. Entschuldigt bitte die Verspätung, aber wir hatten Streit. Schon wieder. Kommt er nicht mit? Oh, ich glaube, der dreht langsam vollkommen durch. Und nur, weil mir ein Kunde, ein sehr guter Kunde sogar, von seinem Chalet erzählt hat. Oder was, ein Jagdhaus? Naja, irgendwie sowas naturverbunden ist. Mitten im Skigebiet. Und mich eingeladen hat. Och Gott, ich habe ihm gesagt, dass ich mir die Sache erstmal ansehen muss. Mit meinen Freunden natürlich. Und also kurz und gut, der Kunde holt mich am Sonntag ab und ihr fahrt mit. Gerade haben wir davon gesprochen, dass er wieder anfangen muss. Wir fahren doch mit, bitte, ja? Ein Skiwasser. Ich habe alles fix gemacht. Du sagst nicht ab. Ich hab's ja dummerweise versprochen. Aber irgendwie ist das schon peinlich, wenn du mit deinem Kunden... Ach, Spießer! Es ist natürlich auch wegen der Ausrüstung. Ich habe mir das genau überlegt. Mein Zeug ist doch mehr als 10 Jahre alt. Ob ich da nicht ein bisschen komisch aussehe? Sag, du schaust dir die Sachen an. Auf dich hört er. Auf der anderen Seite, wenn ich mich völlig neu einkleide, was das kostet. Wenn du wenigstens dabei wärst. Ja, ich fahre doch nicht auf die Skihütte zu so einem späten Playboy, der das ganze Manöver nur veranstaltet, um an meine Freunde... Sehr richtig. Ich fahre auch nicht mit. Du fährst selbstverständlich. Das ist deine Freundespflicht. Ich will wenigstens wissen, wie weit die Sache geht, bevor ich endgültig abschnalle. Die Ski? Ach, Blödsinn. Ah, also nur weil du da, weil ich für dich da, da soll ich mir dann vielleicht an einem Baum die... Verzeihung. Ich habe den Rechtsschwung nicht erwischt. Ach, weiß von Ihnen zufällig jemand, ob die Schneeverhältnisse die Pisten derzeit sehr schnell machen? Seit wann fahren Sie denn Ski? Ich plane ein Comeback. Haben Sie lange pausiert? Na, da gibt's nur eins vorher. Trockenkursus? Skigymnastik? Die beste Skigymnastik macht man immer noch in einer Diskothek. Und après? Also ich finde die Skisaison dieses Jahr besonders schick. Diese Lackanzüge in Schockfarben mit dem plastifizierten Gleitaufsetzen. Ein Traum für Schlanke. Wieso ist denn hier so kalt? Weil wir vom Skifahren sprechen. Ach, deshalb. Müsste Ihnen gut stehen, so eine zweite Haut. A la Racing Team Windkanal. Das wär's. Geht nicht mehr, was? Nein, wirklich nicht. Ausgeschlossen. Ich hab da noch eine andere Hose. Natürlich, wenn man sich die Modelle ansieht, die es derzeit gibt, dann kommt die auch nicht ganz mit. Sag mal, was hast du denn da an? Glaubst du, ich fahre in der Kurzen und hole mir den Kältetod? Aber doch nicht jetzt. Du hast ausdrücklich gesagt, du möchtest dir die komplette Garderobe ansehen. Ist auch nicht besser, hm?
Nein. Ich hätte da natürlich noch diesen Pullover. Wissen, wer den so ausgedehnt hat. Ach du, der ist aber sehr lustig. Für mich, für Fasching. Darf ich den mal anprobieren? In Rücklage gekommen. Ja, der wär's doch, der ist es doch. Was nehmen wir denn da für Schuhe dazu? Da kommen doch überhaupt nur die in Frage. Ja, was hast du denn für Stück? So gewöhnliche. Alte, gewöhnliche? Da kannst du nicht einstellen auf den jeweiligen Fahrstil der Saison? Ja, wenn man so fährt wie du, wie wirst denn du schon fahren? Seht doch am ersten Blick, wenn er fährt. Mit der Figur, wie wirst du fahren? Elegant wirst du fahren, schön könnte man sagen. Dass du fährst, brauchst du doch einen ordentlichen Stoten in den. Der ist es doch. Und nimm dir einen Helm. Ich bitte dich um alles in der Welt, nimm dir einen Helm. Du fährst freilich anständig, aber die anderen, die Pistenraser, die es nicht so können, mir ist kürzlich einer hinten, ich kann einen Helm. Gehabt. Bitte. Na, das ist doch schon ganz was anderes, nicht? Aber sag einmal, was fährst denn du eigentlich für einen Ski? Na, die Marke meine ich. Hinterhütten. Spezial. Die verleimten? Ja, du kannst doch mit der Ausrüstung keinen Holzski mehr fahren. Das kannst doch. Da kommst du jetzt auf ein paar Mark auch nicht mehr drauf an. Da würde ich doch jetzt nicht mehr. Ein paar Overkill Blue Shot habe ich noch für dich. Pass auf, du suchst jetzt mal ein paar Handschuhe aus, weil Handschuhe wirst ja du auch keine Anstellung mehr haben, wie ich dich kenne. Aber eines sage ich dir, das ist der Ski für dich. Natürlich sind die ein bisschen teuer, aber erstens sind die Preise generell gefallen. Zweitens können wir hier sowas machen mit Konditionen. Und drittens ist der Ski versichert. Da kann dir überhaupt nichts passieren. Ja, hast denn du heuer noch keine Skiträger auf deinen Wagen montiert? Da fährst du vor zur Tankstelle aufs Eck, dir genau das, was du brauchst. Es wird auch ganz schön kalt auf die Dauer. Deshalb hat man mir auch Skiträger empfohlen. Sind wohl neu im Wintersport. Deshalb sollten Sie in jedem Fall die versperrbaren Skiträger nehmen. Die mit Schloss, ja, damit die Ski nicht gleich wieder weg sind. Schloss? Bei mir frieren die Schlösser immer ein. Natürlich. Deshalb gebe ich Ihnen ja den Enteiser dazu. Und zur Sicherheit einen Reserveschlüssel im Schlüsselbehälter
mit Magnet. Und dann brauchen Sie noch Schneeketten. Und Sandsack. Sie sind ja verloren, wenn einmal das Wetter... Ich habe das doch alles im preisgünstigen Set. Da sind dann noch Schneeschaufel. Und Eiskratzer. Klarsichttuch dabei. Und unbedingt... Die Leute wollen ungestraft im Winter Auto fahren. Na, bist du perfekt eingekleidet? Eingekleidet und ausgezogen. Im Büro? So, und jetzt wollen wir das Hüftkreisen machen, ja? Bitte sehr. Und dreimal nach rechts, rechts. Gisela, wir wollen ja locker sein, meine Damen und Herren, in den Hüften für den neuen Jet Rotation Schwung. Und jetzt bitte auslockern. Ja, schön auslockern und Arme kreisen. Weit ausschwingen lassen, bitte weit, ganz weit ausschwingen lassen. Dann fangen wir doch gleich nochmal an. Und jetzt der rechte Arm nach vor und zurück. Und nach vor und weit. Zurück und dann der linke und zurück. Jawohl, meine Damen und Herren, nur ein gelockerter Körper weiß sich bei Stürzen zu helfen. Sie denn aus? Neue Skiausrüstung. Teuer, aber toll, was? Fahren Sie denn Ski? Ja, ich fange wieder an. Am Sonntag gehen wir zu viert, aber morgen fahre ich erst mal ganz allein, ganz heimlich, damit ich wieder in Form komme. Warum kriegen Sie denn keine Luft? Skigymnastik. Ich mache doch Skigymnastik. Man kann doch nicht untrainiert auf die Pisten.
Tageskarte bitte. 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 Mein Schuh passt nicht richtig in die Bindung. Könnten Sie mir da vielleicht helfen? Der Liftwart hat den Schraubenzieher. Danke. Nicht. Drei von fünf. Dieser neue moderne Dreck. Das ist doch alles ein Dreck. Wenn ich denke, was wir früher. Wie kann man sich nur so einen Dreck anhängen lassen? Karte! Die wollte ich doch bei Ihnen. Die Karte gibt's an der Kasse. Tageskarte bitte. Tageskarte bitte. Tageskarte bitte. Tageskarte bitte. Tageskarte bitte. Tageskarte bitte. Eine Tageskarte bitte. Otto, Karl Otto, nee, da nicht mehr. Ist doch schon viel zu ausgefahren. Komm doch auf den Kamm hoch, im Tiefschnee fahren. Ist die einzige Möglichkeit, Mensch. Hier die Abfahrt. Wollen Sie mit dem Auto abfahren oder mit den Skiern? Skiern. Na, dann parken Sie nach der Kurve und gehen mit uns. Wenn Sie die A fahren, kommen Sie dann genau zum Wagen. Die A kann man doch heute nicht fahren. Die ist doch zu schwer bei dem Schnee. Wir sehen doch nicht. Schaut ihn doch an.
ein Bier, bitte. Ein Bier sofort. Wo ist denn der zweite? Mein Versicherungsfall. Ein Versicherungsfall. Was? Du bist noch nicht fertig? Ich kann leider nicht. Ski zertrümmert beim Non-Stop-Training. Was? Und außerdem Folge von den neuen Schuhen. Aber wir können doch nicht allein mit einem Mann. Wir zwei? Bleibt sie eben hier. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Es wird doch noch ein angenehmer Skisonntag.